Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich Joachim Kardinal Meissner von seiner Zeit als Erzbischof in Köln. Am 9. März 2014 feierten mit ihm 1000 geladene Gäste im Festsaal des Kölner Gürzenich. Das 25-jährige Ortsjubiläum von Kardinal Meissner moderierte Stefan Kulle. Deswegen ist es auch eine Dankveranstaltung, aber eben nicht so steif und nicht so trocken, sondern fröhlich. Eine Familienfeier. Seine ersten Gäste auf der Bühne waren Diözesanadministrator Stefan Heese und Jochen Nickel, Vorsitzender des Diözesanrates. Wenn wir heute Morgen ein bisschen in die 25 Jahre hineinschauen und das ein oder andere wieder aufleben lassen, was da passiert ist, dann haben wir eigentlich eine Steilvorlage für die Eucharistie. Und Sie haben was mitgebracht, Herr Nickel. Ja, sicher. Wenn man irgendwo hingeht, bringt man ja was mit. Und das hier, weil es ein Familienfest ist, ist es auch ein Fotoalbum. Den roten Faden bildeten vier Filme, eingebettet in ein Fotoalbum, eine Zeitreise durch 25 Jahre Kardinal Meissner in Köln. Begonnen bei seiner Ankunft in Köln bis hin zu einem Schlusswort während des Eucharistischen Kongresses 2013, erhielten die geladenen Kardinäle und Bischöfe einen Blick in die Kölner Zeit. So lasst uns nun aufbrechen im Namen des Herrn. Bei Domspekulatius und Espresso wechselten sich langjährige Mitarbeiter, Bistumspersönlichkeiten sowie Gäste aus Politik und Gesellschaft ab, um dem Kardinal Lebewohl zu sagen. Denn der Fotograf weiß immer schon vorher, wann dem Erzbischof der Pileolus hochgeht, wenn die Musik zu lange geht. Der sieht es nämlich durchs Teleobjektiv. Domkapellmeister Eberhard Metternich, Chefredakteur Robert Böker, Bischof Dr. Heiner Koch, aber auch der Chefredakteur des Domradios Ingo Brüggenjürgen waren nicht die einzigen, die aus der Zeit mit dem Kardinal zu erzählen wussten. Und immer wieder Kurzinterviews vor oder auf der Bühne, bis auch der Kardinal seine Wünsche äußerte. Und es kommt ja dann noch eine dritte Reise, da will ich aber wirklich hin. Wohin? Ziemlich Jerusalem. Das machen wir dann noch. Gut, da ist noch ein bisschen Zeit. Laudetur Jesus Christus. Am Ende der Feierstunde wurde das Geheimnis der bunten T-Shirts gelüftet. Hinter den Jahreszahlen verbarg sich ein kölscher Abschiedsgruß. Ne Riesendank und machet Jod. Ich habe wirklich zu danken Gott für seine gütige Führung, aber den vielen, vielen guten Menschen, die meinen Weg begleitet haben. Gott vergelt's und macht's mit meinem Nachfolger genauso. Wir haben eine sehr fröhliche Feierstunde hier im Gürzenich miteinander erlebt. Aber es ist ehrlich gesagt auch eine Sache, die einem unter die Haut geht. Denn Kardinal Meissner war 25 Jahre Erzbischof von Köln. Ich habe als Priester nie einen anderen Namen im Hochgebet genannt, sondern immer für unseren Bischof Joachim gebetet. Und das ist jetzt vorbei. Das ist schon ein ganz großer Einschnitt. Drei Tage vor seiner Einführung hat er mich zu sich gerufen und dann wurde ich jetzt sein Frauenseelsorger. Seitdem sind wir verbunden. Ich danke ihm für seine Gläubigkeit, für sein hohes Engagement, für seinen Fleiß. Und vor allen Dingen danke ich ihm, dass ich so Ereignisse wie Weltjugendtag mit ihm erleben durfte. Aber vor allem, dass er mich zum Bischof geweiht hat. Er ist ein Stück Sprachrohr unserer katholischen Kirche in all diesen Jahren gewesen. Und das wird auch, meine ich, für ihn begleiten, dass er sagt, jawohl, ich habe nicht nur meine Pflicht getan, ich habe mich voll eingebracht zugunsten des Evangeliums. Der anschließende Festgottesdienst im Dom unterstrich die Feierlichkeiten. Viele der Bischöfe und Kardinäle, die zum Teil weit angereist waren, feierten gemeinsam mit dem emeritierten Erzbischof vor rund 3000 Gläubigen das Pontifikalamt im Kölner Dom. Ein letztes Mal auf dem Bischofsstuhl bedankte sich Joachim Meissner bei der Gemeinde, denn er hatte nie vor leeren Bänken die Heilige Messe feiern müssen. Der Westdeutsche Rundfunk und das Domradio übertrugen den Gottesdienst für die Zuschauer zu Hause vor dem Bildschirm. Fast privat wurde es dann im Maternushaus. Beim Buffet und bei Kölsch hatten die Gäste ein letztes Mal Gelegenheit, sich vom Kardinal zu verabschieden. Der heutige Tag ist der Abschied von Kardinal Meissner. Das ist mein Bischof gewesen. Ich habe keinen anderen gekannt als Priester, 25 Jahre.
war er mein Kardinal. Von daher ist der Tag für mich so ein bisschen wehmütig. Und auf der anderen Seite natürlich auch schön, dass man sich daran erinnern kann, an so viele Ereignisse. Aber er wird mir richtig fehlen.